Willkommen. In diesem Video hören Sie, wie Wolfgang Klafki seine Überlegungen zum Begriff der Lehrenden und deren Aufgaben erläutert. Im Mittelpunkt von Wolfgang Klafkis Überlegungen zum Thema Lehrende stehen die Aufgaben der Lehrenden. Er beschreibt die Aufgaben der Lehrenden als nichts Beliebiges, denn sie sind durch die epochalen Schlüsselprobleme, durch das Konzept des exemplarischen Lehrens und Lernens und durch die innere Schulreform bestimmt. Klafki schreibt im Rahmen des Konzepts der inneren Schulreform den reformwilligen Lehrenden die Aufgabe zu, Reform selbst anzuregen und zu gestalten. Dabei sollen übergeordnete Ziele, also letztlich der Bildungsgedanke, berücksichtigt werden. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten Lehrende dafür benötigen, erwähnt Klafki nicht. Darüber hinaus findet man auch keine Äußerung zu den verschiedenen Rollen, die Lehrende einnehmen können. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Forderung der Berücksichtigung der Weiterbildung auch Lehrende mit einbezieht, jedoch gibt Klafki keine weiteren Ausführungen dazu. Der Lehrende wird also beschrieben als eine Person, die nicht nur unterrichten kann, sondern auch theoretische Überlegungen berücksichtigen soll. Die Aufgabe der Lehrenden nach Wolfgang Klafki sind auf drei Aspekte bezogen. Erstens sind die Aufgaben auf das exemplarische Lehren und Lernen bezogen. Zweitens sind die Aufgaben auf die epochalen Schlüsselprobleme bezogen. Und als drittes sind die Aufgaben auf die Schulreform bezogen. Zusammenfassend beschreibt Klafki die Aufgaben der Lehrenden nicht im Detail. Er beschreibt jedoch, welche Bezugspunkte hergestellt werden sollen. Demnach sind es das exemplarische Lehren und Lernen, die epochalen Schlüsselprobleme und die innere Schulreform. Die Fähigkeiten und Eigenschaften, die dabei ein Lehrender erfüllen sollte, erwähnt Klafki nicht. Sein Konzept ist darüber hinaus auf ein übergeordnetes Ziel gerichtet, man könnte sagen auf den Bildungsgedanken im Allgemeinen.